herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch, dem schaurig schönen Roman für zum Spielen. Oh, ja, dann machen wir mal weiter. Das letzte Mal haben wir uns in einer Fischfabrik wohl das Letzte gegeben. Und in der Fantasie war es einfach nur eine Krönung unter einer Guillotine. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Okay. She waited until the day before we left to tell Edie. Mutter und Edith Finch wollten dann also, I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Haben dann wohl die Reise weg von diesem Fuchsbau, dieser Insel und hoffentlich auch dem Fluch begonnen. Oder beginnen wollen. Ich meine, Edith kam ja zurück. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Ja, natürlich, nach all diesen Vorkommnissen. Edith, Mom, Odie. Nach all diesen Vorkommnissen ist es schwer, in diesem Fuchsbau hier zu verweilen. Und ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als ich. Ja, aber warum? Ich meine, war doch geplant, dass sie geht, oder? Fröhlicher 90. Geburtstag, Edie. Oder ist Edie gestorben, bevor wir abreisen konnten? Ich meine, überhaupt, was ist das für ein Verhalten? Zu verschwinden in so einem Fuchsbau? What happened that night had been coming for a long time. Aha. Und so eine ältere Dame dann hier allein zu lassen. Maybe you should have come sooner. Er ist knuffig. Und ihr auch. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Jetzt bleibt mir nur noch dir von der letzten Nacht zu erzählen. Oh, mich graust es. Aber Edith scheint recht kreativ veranlagt zu sein. Alles aus Pappmaché gebastelt, diese Pinguine und so. Diese, ja, kaiserlichen Schutzherren. Unglaublich. Gut, weiter. Last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Ja, ganz toll. Die alten Säcke haben wieder irgendwas zu bestreiten. Ich darf mich hier... Naja, Geschenk? Ein Geschenk. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Ach so. In the library waren wir ja noch nie. In the library. Or that Edie had a key to it. Ja, so sind die Omas manchmal.
Wir haben ja noch zu allem Möglichen einen Schlüssel. Hier ein kleines Geheimnis, dort was versteckt. Ja, ja. Das kommt schon mal vor. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Wait. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Boah, das ist ein bisschen hart. Das ist jetzt wirklich ein bisschen hart. Das sind ja nicht ihre Geschichten. If Edith and I leave tonight. Überstürzt. Unnötiger. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Unnötiger Aktionismus. Heute Nacht sprechen wir noch auf, aber naja, eigentlich bringen wir dich morgen noch ins Altersheim und dann schauen wir mal. Es ist so schön gemacht. Geschichte der Finchs bei Edie Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Wow. Okay, wir sind wieder hier draußen. Unten am Bootssteg. Naja, wenn sich das It was the first and last time I ever saw the old house aground. Jetzt kommt wieder der Klugscheißer von mir, wenn sich das Meerwasser so weit zurückzieht. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Das sag ich doch. Der Mund hat kein gutes Ende. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, ja. I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Ach. I got turned around. For a while, I wandered. Für eine Weile streift dich umher. Things. Ach. Hallo, du. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Mm-hmm. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Ach. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Du grüne Neune. I never saw Great-Grandma Edie again. Nee. Ach, was soll das denn? The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Ach nee, wirklich? After was ist das denn für eine schlaue Mutter? Meine Herren. We both tried to make the best of it. Kann man A few years went by.
Ach, Nicole. Du meine Güte, ist das abgefahren. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Ah, danke. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ich habe mich schon gefragt, warum wir ganz am Anfang des Spiels so eine eingegipste oder verbundene Hand hatten und während wir hier alles erkundet haben, haben wir ja da diese Fäustlinge, die haben wir ja gehabt. Jetzt habe ich es verstanden. Wir sind ihr Sohn. Edie hat Edith ein Tagebuch hinterlassen, das sie nie ganz lesen durfte und deswegen durften wir hier nochmal alle Geschichten erleben. Edith hat ein Tagebuch an ihren Sohn überlassen, damit er die ganzen Geschichten auch nochmal, ja, weitertragen kann, weitererzählen kann. Vielleicht auch, dass er sein Leben feiern kann. Entkommener des Fluchs. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Ich denke, den Abspann lassen wir einfach mal ohne mein Geplapper laufen. Und wir hören uns gleich nochmal.